Ja, als ich zuerst mal aufs Podest gelaufen bin, war es sicher so, dass es so von, oh, ich kann so schnell laufen. Also, man hat es immer ein bisschen gemerkt, man hat es ab und zu gesehen, aber wenn man es dann macht, ist es dann etwas anderes. Für mich einer von den, sagen wir, der zweitschönsten Momente war, als ich dann nach Düsseldorf auf Davos gekommen bin. Und dann ist es für mich unheimlich schwierig gewesen, und ich habe plötzlich den ganzen Druck gemerkt. Und alle mussten, ja, jetzt schauen wir mal, ob sie es wirklich drauf hat. Und haben dann dort einen fünften Platz geholt. Und das ist für mich so ein bisschen, ja, von dort habe ich wirklich den Schritt gemacht für mich, dass ich sage, mal, ich kann mich in der Weltspitze etablieren. Und nachher sind natürlich wieder, ja, Jahre auf und ab gegangen. Ein gutes Jahr gehabt, ein schlechtes Jahr gehabt. Und dann bis auf die letzte Saison, wo ich wirklich, habe ich gemerkt, ich mache immer noch sehr grosse Fortschritte, es geht gut, aber jetzt muss ich doch mal auch noch das allen zeigen können. Und was dann eben ja, in der Lenzerheide aufgegangen ist, ist super schön gewesen, aber nicht nur für mich, sondern für mein ganzes Umfeld, wo man mich natürlich tagtäglich sieht und mir das auch sagt, von, hey, mach's mal oder du kannst das. Und, ja, aber man sieht, man ist dann gleich allein einmal am Start und man muss es dann gleich allein machen. Und für sie einmal schwieriger als für mich wahrscheinlich zum Zuschauen. Aber das war für mich auch schön, zum sehen, dass es funktioniert hat, der Plan. Mein härtester Moment jetzt in einem Wettkampf war, wo ich disqualifiziert wurde, bin in Lahti. Dort, ist nicht unbedingt Disqualifikation. Ich meine, ja, das ja, ist jetzt in dem Sinn nicht unbedingt gerechtfertigt gewesen, aber ja, das muss man halt in dem akzeptieren. Aber für mich war halt schwierig gewesen, dass man so machtlos ist. Du kommst ins Ziel und nicht eine Sekunde daran gedacht, dass irgendetwas war. Und auch deine Konkurrenten denkt, ja, schon ist keine Diskussion gewesen. Und nachher stehst du dort und bist einfach disqualifiziert und du bist so machtlos im Ziel, du kannst einfach nichts machen. Und du weißt, du bist bereit gewesen, du weißt, du hast auch vieles geopfert, viele Wettkämpfe, auch in der Saison bis zu dem Moment. Und ja, dann wird es einfach so weggenommen. Und das ist für mich sehr, sehr schwierig gewesen. Ich habe auch gemerkt, dass ich, ja, dass länger gebraucht habe, um das zu verarbeiten, als ich gedacht habe. Und dann auch, als ich im Frühling noch mit Leuten darüber geredet habe, habe ich gemerkt, oh, da sind noch Emotionen rum oder da kommt noch etwas rauf, wo ich noch, ja, mit dem ich noch muss auseinandersetzen. Aber schlussendlich hat es mir wahrscheinlich auch sehr geholfen. Also im Nachhinein, von dem her, ich hatte das Gefühl, ja, jetzt kann man irgendwie nichts mehr klein kriegen. Und, ja, vielleicht habe ich durch das auch gelernt, dass ich noch mal, ja, einen Schritt machen kann. Oder dass ich noch ein bisschen an dem gewachsen bin. Und ja, auch wenn es immer noch ein blöder Moment war, bin ich gleich froh, ist es passiert. Weil ja, ich weiß nicht, wenn das vielleicht nicht gewesen wäre, dann, ja, dann hätte vielleicht andere Momente nicht möglich sein können. Ja, ich muss lernen, dass auch wenn ich, sagen wir, für mich alles richtig mache oder eigentlich alles perfekt mache und mich perfekt vorbereitet und es läuft alles, dass es nicht unbedingt heisst, dass es zum Erfolg führt. Das musste ich lernen und dass ich muss, wenn der Moment da ist, dass ich nicht muss irgendetwas Überdimensionales machen, sondern dass ich einfach muss etwas Normales machen muss. Und ja, ich denke, die zwei Sachen sind für mich sehr lehrreich gewesen, dass ich einfach, ja, man macht seine Arbeit, man macht sie so gut, wie man kann. Und wenn der Moment da ist, muss man nicht noch einen drauflegen, sondern man muss einfach, ja, laufen. Und ja, dann kann man auch vielleicht mal den Zufall zulassen, oder? Ich habe noch nicht das Gefühl, dass ich wirklich ganz haben können zeigen, das, was ich eigentlich kann. Also ich merke auch, dass ich wirklich noch so ein bisschen wahrscheinlich noch Luft gegeben habe. Und ja, ich habe im Training ab und zu sagen, wow, wenn ich so würde laufen im Wettkampf, dann, ja, dann würden ein paar noch anders schauen. Aber
Ja, darum, das habe ich schon noch so, dass ich wirklich das Gefühl habe, mal, eigentlich müsste ich schon mal noch so laufen, wie ich eigentlich könnte laufen. Aber eben, es ist immer so, dass man so, bis man wieder in dem Moment ist, dass man das auch wieder kann, ist es unheimlich schwierig. Das habe ich jetzt auch diese Saison gesehen. Ich hatte wie das Ziel und haben mich reingestürzt und bin vielleicht ein bisschen drüber gegangen. Und habe mir das vielleicht auch nicht eingestehen und habe gemerkt, dass ich unheimlich gut geworden bin in verschiedenen Bereichen, aber dass ich und durch das, dass wir alles überkompensiert haben, dass ich nicht gemerkt habe, dass ich vielleicht in einem anderen Bereich dort ein bisschen zu viel gemacht habe. Und dann ist es ja ist es schwierig, um das dann einschätzen und dann ja, haben wir schon noch so ein bisschen jetzt habe ich es nicht so können machen, wie ich es machen wollte. Und, ja, dann haben wir schon das Gefühl, ich will es schon noch mal richtig machen.